Die Entführung Linda Cortile-Napolitano in Manhattan 1989. Es geschah am 30. November 1989 in Manhattan, New York. Linda Napolitano, ursprünglich unter dem Pseudonym Cortile, schläft ruhig in ihrer Wohnung im 12. Stock eines Hochhauses. Neben ihr liegt ihr Mann, im Zimmer gegenüber ihre beiden Söhne. Um 3 Uhr morgens geschieht das Unglaubliche. Linda Napolitano erwacht und kann sich nicht mehr bewegen. Sie ist völlig gelähmt. Damit nicht genug. Zu ihrem Entsetzen muss sie mit ansehen, wie 3 kleine graue Wesen durch die Wand das Zimmer betreten. Die Wesen hatten große Köpfe und schwarze, schräge Augen. Linda hat Angst um ihre Kinder. Ihr Mann bewegt sich nicht. Sie fragt sich, was mit ihnen und ihr passiert. Als die 3 Wesen Linda berühren, beginnt sie zu schweben. Sie gleitet zusammengerollt aus dem Bett. Nun fliegt sie zusammen mit den 3 grauen Gestalten durch das geschlossene Fenster. Draußen wird sie mit den Wesen aus einer anderen Welt von einem hellblauen Lichtstrahl erfasst. Der Lichtstrahl zieht sie nach oben, wo eine grelle Scheibe schwebt. An das, was in der Scheibe geschah, kann sich Linda später nur noch vage erinnern. Sie liegt auf einem Tisch. Seltsame Apparaturen, grelles Licht, merkwürdige Wesen, keinerlei Anteilnahme, völlige Emotionslosigkeit. Etwas bohrt sich in ihre Nase, in ihrem Kopf eine Explosion aus Schmerz. Danach liegt sie plötzlich wieder in ihrem Bett. Ihr Mann und ihre Kinder liegen in ihren Betten ohne jegliche Regung. Linda ist geschockt. Sie fragt sich, ob sie tot sind, aber dann beginnen sie wieder zu atmen. Sie fallen aus ihrer todesähnlichen Starre zurück in einen normalen, tiefen Schlaf. Am nächsten Tag telefoniert Linda mit Bud Hopkins. Er ist der bekannte UFO-Forscher mit Spezialisierung auf UFO-Entführungen und Rückführungshypnosen und wohnt auch in New York. Linda ließ sich unter Hypnose in die schreckliche Situation dieser Nacht zurückführen. Was dabei herauskam, ist sowohl unglaublich wie auch nicht anders zu erwarten. Linda Napolitano wurde nicht zum ersten Mal entführt. Unter Hypnose erinnert sich Linda. Ich stehe auf nichts und sie nehmen mich den ganzen Weg mit nach oben, weit über das Gebäude hinweg. Oh, ich hoffe, ich falle nicht runter. Das Ufer öffnet sich, fast wie eine Muschel, und dann bin ich drinnen, sagte die damals 41-Jährige. Ich sehe Bänke, ähnlich wie normale Bänke, und sie bringen mich einen Gang hinunter. Die Türen öffnen sich wie Schiebetüren. Innen sind all diese Lichter und Knöpfe und ein großer, langer Tisch. Ich will nicht auf diesen Tisch, aber sie bekommen mich sowieso auf den Tisch. Sie beginnen mir einige Dinge zu sagen und ich schreie. Ich kann immer noch schreien. Jemand von ihnen sagt etwas wie Nobby Egg. Ich glaube, sie versuchen mir zu sagen, dass ich still sein sollte, weil er seine Hand auf meinen Mund gelegt hat. Während der Hypnoserückführung erzählte Linda Cortile von einem Implantat oder einer Sonde, die die Wesen ihr in den Nasenansatz gepflanzt hatten. Sie hatten es durch das linke Nasenloch hineinbekommen. Am gleichen Tag veranlasste Linda Cortile und der Hypnotiseur eine Röntgenaufnahme mit erschreckendem Ergebnis. Ein zylinderförmiges Objekt war in Lindas Nasenspitze zu erkennen. Aber leider nicht lange genug. Einige Tage später entführten die Wesen die arme Frau wieder und entfernten die Sonde. Aber immerhin waren noch die Röntgenaufnahmen als Beweis vorhanden. Linda Cortile hatte in der Öffentlichkeit noch kein Wort davon erzählt. Trotzdem scheint es Zeugen gegeben zu haben. Etwa ein halbes Jahr nach Lindas Erlebnis und der Regressionshypnosen erhielt Bud Hopkins Briefsendungen von 2 Zeugen, die als Richard und Dan bekannt sind. Die behaupteten, die Entführung tatsächlich gesehen zu haben. Zunächst im Zweifel, ob diese Zeugen, sollten sie ihre Behauptungen schließlich als wichtiger Baustein des Falles selbst herausstellen? Völlig mit Lindas Bericht über die Entführung übereinstimmend, handelte es sich bei diesen beiden Männern um Bodyguards eines ranghohen Beamten der Vereinten Nationen, der gerade Manhattan besucht hatte. Dieser Diplomat sei, laut seiner beiden Bodyguards, sichtlich erschüttert gewesen, während er die surreale Szene beobachtet hat. Der Bodyguard Dan berichtete: Es ist der frühe Morgen des 30. November 1989. Wir beiden Sicherheitsbeamte holten einen ranghohen Politiker in einer Limousine ab. Um ca. 3 Uhr morgens versagt der Motor unseres Autos, plötzlich und unerwartet. Wir fuhren gerade auf der Brooklyn Bridge.
Wir bemerkten auch, dass nicht nur der Motor unserer Limousine, sondern auch der eines anderen Autos auf der Brücke streikte. Als wir aus dem Auto ausstiegen, sahen wir etwas Haarsträubendes. Über einem 12-stöckigen Hochhaus schwebte ein rundes UFO. Unser Politiker stieg auch aus und sah das ganze Geschehen mit an. Wir holten die Feldstecher aus dem Kofferraum. Auf einmal schwebt ein kleines Wesen aus einem Fenster des 12. Stockes. Es folgt einer Frau, die zu schlafen scheint, und zwei weitere Wesen. Das UFO strahlte blaues Licht auf die Wesen und die Frau sog sie in sich auf. Das Objekt raste nun nach oben, bis es wieder abwärts sank und blitzschnell in den Hudson River eintauchte. Der andere Bodyguard, Richard, erklärte: Da schwebte ein ovalförmiges Objekt über der Spitze eines Wohnblocks, zwei oder drei Blocks von dem Ort entfernt, an dem wir saßen. Wir wissen nicht, wo es herkam. Es passierte zu schnell. Seine Lichter wechselten von einem hellen, rötlichen Orange in ein weißliches Blau über, das aus seiner Unterseite herausströmte. Grüne Lichter drehten sich um den Mittelteil der Untertasse. Ein kleines Mädchen oder eine Frau, die ein weißes Nachthemd trug, segelte in Embryonalstellung aus dem Fenster und stand dann aufrecht mitten in der Luft in diesem Lichtstrahl. Ich konnte drei der hässlichsten Kreaturen sehen, die ich je gesehen hatte. Ich weiß nicht, was sie waren. Sie waren nicht menschlich. Ihre Köpfe standen in keiner Proportion zum Rest. Sehr große Köpfe, ohne Haare. Diese Kerle geleiteten sie in das Schiff. Mein Partner schrie: Wir müssen sie bekommen. Wir versuchten, aus dem Auto auszusteigen, aber wir konnten es nicht. Nachdem die Frau hineinbegleitet worden war, strahlte das Oval wieder ein rötlich-oranges Leuchten aus und schoss davon. Hopkins teilte ihnen mit, dass es sich bei der Frau, die sie gesehen hatten, um Linda Courtyle handelte. Der Fall nahm eine dramatische Wende, als Hopkins schließlich die Identität des Repräsentanten der Vereinten Nationen oder des dritten Mannes als Javier Pérez de Cuellar herausfand, der damalige Generalsekretär der UNO. Natürlich hätte es Hopkins gerne gehabt, wenn Cuellar dazu bewegt hätte werden können, mit seiner Bestätigung über die Fakten der Entführung an die Öffentlichkeit zu gehen. Dies hätte den Fall und die gesamte Problematik der Entführung durch Außerirdische zu einem einzigartigen Grad der Akzeptanz im Blickpunkt der Öffentlichkeit und der wissenschaftlichen Gemeinschaft erhoben. Obwohl Pérez de Cuellar mit Hopkins in Korrespondenz stand und die Entführung bestätigte, erklärte er Hopkins, dass er aus offensichtlichen Gründen nicht an die Öffentlichkeit gehen könne. Cuellar ging sogar so weit, sich unter vier Augen mit Hopkins zu treffen, um Einzelheiten seiner Beobachtung in dieser Nacht zu besprechen, aber er verlangte, dass er anonym bleiben würde. Die Handlungen der beiden Bodyguards, die später als CIA-Agenten entlarvt werden sollten, erschienen Hopkins ein seltsames Rätsel. Am 29. April 1991 kidnappten sie Linda, zerrten sie am helllichten Tag in ihren Wagen und fragten sie drei Stunden lang aus. Dan wurde zunehmend wütender auf Linda, als sie wiederholt erklärte, dass sie keine Ahnung hatte, warum die Entführung stattgefunden hatte. Linda wurde noch ein zweites Mal von den Männern gekidnappt, die dabei versuchten, Informationen aus ihr herauszupressen, weil sie glaubten, dass sie selbst an der Entführung durch die Außerirdischen beteiligt gewesen wäre. Zusätzliche Augenzeugen sagten aus, dass auch sie die Entführung in dieser Nacht von der Brooklyn Bridge aus gesehen hatten. Die Zeugin Janet Kimball glaubte, dass sie den Dreh einer Szene eines neu erscheinenden Science-Fiction-Films beobachten würde. Sie war eine pensionierte Telefonistin. Es tauchte auch ein Brief von einer Frau auf, die mit ihrem Auto ebenfalls auf der Brooklyn Bridge liegen geblieben war und das Ereignis mit angesehen hatte. Es gab außerdem Gerüchte darüber, dass die Entführung einen kleinen Verkehrsstau an der Kreuzung zwischen der South Street und der Catherine Slip verursacht hat. In einem Interview 2003 sagte Linda Napolitano aus, dass es einen weiteren Zeugen gibt, einen Lastwagenfahrer der New York Post, der die Entführung ebenfalls von der Brooklyn Bridge gesehen hatte. Es handelt sich um Yancey Spence. Der Linda Courtyle Napolitano-Fall ist ohne Frage einer der bestdokumentierten Entführungsfälle in der Geschichte der Ufologie. Viele dieser Fälle werden nur von einer einzigen Person an Behörden und Ermittler gemeldet. Es ist äußerst ungewöhnlich, mehrere Zeugen zu haben, besonders solche, die dem Untersucher völlig unbekannt sind, um die Fakten einer Entführung zu bestätigen. Hopkins hat eine bemerkenswerte Arbeit darin geleistet, den Fall
trotz einiger Drehungen und Wendungen zusammenzuhalten.